Ein echter Mini-Beamer. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Ja, heute schauen wir uns mal, man sieht es schon an der Paketgröße, einen echten Mini-Beamer an, einen Hosentaschen-Beamer. Und der kommt mal wieder vom guten Affenmann, also von der Firma ApeMan, ein DLP-Projektor. M4 Pocket Sized, wiegt gerade mal knapp über 200 Gramm, ich glaube 210 Gramm, unterstützt eine Maximalauflösung von 1080p, das ist aber nicht die native Auflösung. Die native Auflösung liegt nämlich so irgendwie ganz krumm bei 854x480, sowas um den Dreh rum, aber er kann eben ja 1080p verarbeiten, so verstehe ich das mal. Und er hat einen eingebauten Akku, 3400 mAh groß ist er. Und ja, damit kann man 1,5 bis 2,5 Stunden hiermit auch ja akkugebunden, ganz ohne Kabel, mobil ja, sich einen Film anschauen, Videos anschauen, Präsentationen machen oder irgendwie sowas. Ein ganz interessantes kleines Mini-Teil, schaut euch das mal an. Ich lege ihn trotzdem mal kurz zur Seite und wir schauen, was wir hier noch in der Packung finden. Einmal ein kleines Hello, Begrüßungsschreiben. Dann haben wir hier eine Anleitung, unser User Manual für den Projektor M4, natürlich in verschiedenen Sprachen. Ja, und dann noch zwei Boxen. In einem wird wahrscheinlich ein Kabel und in dem anderen ja ein Ladeteil drin sein. Und das hier sieht doch stark nach genau Ladestecker aus. Mal schauen, wie viel Output der uns hier anliefern kann. Der Switching Adapter, und er hat einen Output von 5 Volt und 2400 Milliampere. Das heißt 5 Volt, 2,4, sagen wir knapp 10, 11 Watt Output. Ja, ist schon ein bisschen größerer Stecker. So, also der ist auch mit dabei. Was haben wir denn noch? Weil man kann das Teil ja natürlich auch strombetrieben dann benutzen und muss nicht immer nur auf den Akku zurückgreifen. Hui, was haben wir denn da noch alles? Da ist ja eine ganze Menge drin. Oh, sogar ein Tripod, ein Ständer. Sehr schön. Das ist ja mal gut, dass man ihn auch ein bisschen ausrichten kann. Also ein kleiner, ja, so ein ganz simpler Tripod, wo man dann den Beamer hier aufschrauben kann und dann kann man den hier in den verschiedenen Positionen verstellen. Ja, nicht so super hochwertig, aber schön das dabei. Dann haben wir hier, was ist das? Ein HDMI-Kabel. Ja, auch sehr nett, denn das ist der einzigste Anschluss, über den dieser Beamer hier verfügt. Und dann gibt es natürlich noch das Ladekabel, was leider ja kein USB-C, sondern Micro-USB auf USB ist. Okay, also da hätten wir doch so gut wie alles mit dabei. Schauen wir uns den Beamer noch mal kurz an. Hier oben schön glänzende Optik, wo man dann auch die Fingerabdrücke sieht. Hier vorne das Objektiv, übrigens keine Trapezkorrektur. Auf die haben sie hier verzichtet. Das heißt, da muss man schon schauen, dass der dann schön gerade auf die Wand strahlt, weil ja diese Trapezkorrektur kann man eben dann nicht benutzen. Etwas schade, aber na gut, ist halt ein sehr kleines Gerät. Dann haben wir hier Lautsprecher, einmal rechts, einmal links. Das sollen auf jeden Fall zwei Lautsprecher sein. Lüftungsschlitze und dann hier einmal Plus, Minus und Power-Button. Einmal hier den Micro-USB-Anschluss. Das hier, was soll das sein? Wahrscheinlich eine kleine LED. HDMI, USB. USB? Ja, denkt man? Ja, USB, denn hier kann man noch Geräte anschließen und das Ding hier als Powerbank benutzen. Also ihr könnt hier das Ladekabel von eurem Smartphone oder so noch anschließen, falls ihr wollt. Und wir haben einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Das finde ich wirklich mal gut. Da kann man dann vielleicht auch Boxen anschließen, sehr einfach. Oder eben auch mal Kopfhörer oder so. Und hier haben wir noch ein kleines Fokusrädchen, das wir hier drehen können. Ja, und dann war es das schon auf der Seite. Unten kleine Standfüße. Nochmal hier die kurze Erklärung, was es ist. Modell M4 DLP und das Gewinde, wo man dann hier das Stativ einschrauben kann. Also so viel dazu. Zum Preis, Freunde, kostet regulär ja knappe 200 Euro. Manchmal gibt es den auch ein klein wenig günstiger. So kann ich den jetzt hier hinstellen. Und ja, ich freue mich jetzt schon wirklich, das Teil hier auszuprobieren und euch dann gleich im Fazit zu sagen, ob das hier ein guter kleiner Mini-Beamer ist oder ob das 200 Euro für die Hosentasche rausgeschmissenes Geld sind. Wir werden es rausfinden. Ich teste jetzt und dann springen wir direkt zum Fazit. Tja, kommen wir zum Fazit, Freunde. Was kann denn der Mini-Beamer von ApeMan? Kann man den gebrauchen oder ist das einfach nur ein kleines Gimmick, was weg kann? Ich würde sagen, nein, er kann auch nicht weg. Der ist durchaus
Also echt interessant und stellenweise überraschend. Natürlich hat er auch so seine Mankos. Wir gehen es mal kurz durch. Akkulaufzeit, Helligkeit, Auflösung, Geräuschentwicklung, Anschlüsse. Was kann er denn jetzt ganz genau? Also, wir haben hier eine Auflösung von 854x480. 1080p ist unterstützt, kann aber natürlich in der Auflösung nicht dargestellt werden. Wir haben also eine geringere Auflösung und wenn man näher rangeht, dann sieht man das auch, besonders bei Schriften, die werden schnell etwas matschig und sind nicht mehr so scharf. Dennoch bin ich mit dem Bild hier recht zufrieden, dass der Beamer hier abliefert, denn ich sag mal auf eine normale Guckreichweite, wo man sich jetzt ein Filmchen anschauen würde, sieht das Ganze ganz ordentlich aus. Also da will ich gar nicht großartig dran rummeckern. Der macht schon ein recht ordentliches Bild, natürlich mit einer etwas zu geringen Auflösung, aber man kann sich dennoch schön mal hier ein Video oder ein Filmchen anschauen, das geht. Wo es natürlich hapert, ist ja die Helligkeit, ist ganz klar. Das kleine Ding hier könnte noch ein wenig heller werden, selbst in einem absolut abgedunkelten Raum. Und nur so wollt ihr den benutzen, völlig abgedunkelt, sonst wird es nämlich sehr, sehr verwaschen. Selbst dort wünscht man sich immer noch so ein bisschen mehr, etwas mehr Helligkeit, damit man hier richtig zufrieden wäre. Er bietet ein Kontrastverhältnis von 1000:1. Zur ja ausgegebenen Helligkeit, Freunde, konnte ich nirgends irgendwo eine Angabe finden, leider. Weder in der Anleitung noch auf dem Karton oder irgendwo bei Amazon geschrieben. Keine Ahnung. Ich würde nur mal sagen, helligkeitsmäßig könnte noch heller sein. Natürlich, je näher man an der Projektionsfläche dran ist, desto heller ist auch das Bild. Aber wenn man so auf eine, ich sag mal, wie bei uns normale Fläche geht, dass ich eine Bilddiagonale habe von etwa, ja, so 3,5 Metern, dann geht das. Aber ich wünschte mir eben immer noch ein bisschen mehr. Aber dafür hat es eine ganz ordentliche Bildschärfe. Man kann die Schärfe auch gut einstellen. Hier mit dem Fokusrädchen, da dreht man ein bisschen dran und dann ist das gar kein Problem, hier ein ordentlich scharfes Bild mit auch scharfen Rändern hinzubekommen. Also die Ränder sind nicht ausgefranst oder irgendwie, oder es wird unscharf zu den Rändern hin. Das Bild ist überall, ich sag mal, für seine Verhältnisse knackenscharf. Tja, nach dem Bild kommt der Ton und der Ton kommt, wie gesagt, hier aus den Stereo-Lautsprechern raus. Und der ist auf einem Niveau, na, ich sag mal, von einem günstigen Smartphone. Man kann es auf 100% aufdrehen, muss man auch, sonst wird das Ganze nämlich zu leise. Hallo Leute und willkommen hier bei Me Apple Cat. Heute zeige ich euch, wie ihr aus der Apple Watch eine 400€ Casio-Uhr macht. Intro. Hallo Leute und willkommen hierbei. Dann zerrt das aber und es klingt nicht wirklich brauchbar. Also für ganz kurz mal was zu gucken oder nur für hier einen lustigen Clip. Ja, okay, aber um einen Film zu schauen mit den Lautsprechern, nein, nein, nein. Also das iPhone hat bessere Lautsprecher im Vergleich mal dazu. Die hier zerren halt sehr, sehr stark. Deswegen empfehle ich, Freunde, nehmt hier so ein kleines 3,5 mm Klinkensteckerchen, steckt das hier hinten in den Eingang rein und schließt da irgendwie externe Boxen an oder eben Kopfhörer. Ich habe hier das Ganze mit meinen alten EarPods gemacht. Geht wunderbar, dann hat man einen total guten Klang. Und ja, Lautstärke, die wird hier an der Seite eingestellt. Plus, minus, das ist für die Lautstärke. Hier ist der Power-Button. Mehr Knöpfchen haben wir ja nicht mehr, außer hier unserem kleinen Fokusrädchen. Also, Ton völlig in Ordnung, solange man etwas anschließt. Ja, der eingebaute Ton, naja. Tja, und was man anschließt, ihr könnt hier alles anschließen, was ihr wollt, solange das über HDMI funktioniert. Das heißt, PlayStation, ich habe es hier mit meiner Fire TV Box gemacht, denn hier läuft natürlich keine Software drauf. Das hier ist ein reines Ausgabegerät, kein Smart Beamer mit einer eingebauten Software, wo man vielleicht noch einen USB-Stick anschließen kann und direkt irgendwelche Medien wiedergeben kann. Nee, der hier, der spuckt wirklich nur aus, was der über HDMI hier reinbekommt. Reicht ja auch völlig aus. Wie gesagt, ich habe hier die Fire TV Box angeschlossen, habe hier Netflix, Amazon Prime, YouTube geschaut, alles völlig problemlos, hat gut geklappt und ich habe das dann auch meistens hier am Strom gemacht, also angeschlossen am Strom. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Zum einen, es gibt hier diese LED-Lichtchen drin, die blinken, dann sieht man immer, wenn hier aufgeladen wird und wie die aktuelle Akkuladung ist. Das sieht man hier übrigens auch, wenn man einmal hier auf den Power-Button drückt, dann gehen hier auch die Lämpchen an und man sieht noch, aha, so viel ist noch drin, 4 Lämpchen heißt, alles voll.
Tja, aber was mir eben aufgefallen ist, beim Betrieb hier am Stromanschluss, dass das Ding hier fiept beim Aufladen. Also nicht der eigentliche Ladestecker, sondern der Beamer, der macht dann so ein Fiepgeräusch. Und das kann etwas stören. Etwas unglücklich, aber naja, er piept ein bisschen. Wenn er aufgeladen ist, dann ist das Piepen weg. Nur beim Aufladen hat er so ein Fiepgeräusch immer noch von sich gegeben. Das weitere Geräusch, das er von sich gibt, sind natürlich die eingebauten Lüfter. Und ich halte das Gerät jetzt mal ganz, ganz nah hier an mein Mikrofon. Ich hoffe, man konnte es hören. Nur die surren schon. Also da ist ein deutliches, relativ helles Rauschen zu hören. Aber ganz ehrlich, störend fand ich das jetzt nicht. Erinnert mich so ein bisschen an das Hintergrundrauschen bei vielen Active Noise Cancelling Kopfhörern. Aber naja, irgendwie muss ja hier auch gelüftet werden. Das kleine Gehäuse wird ja sonst einfach zu warm, auch wenn hier eine LED eingebaut ist. Aber wozu war jetzt der USB-Anschluss? Naja, hier das Ding ist gleichzeitig eine Powerbank. 3400 mAh groß ist der eingebaute Akku und damit kann man tatsächlich noch irgendwas aufladen zur Not. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, euer Handy geht leer und ihr braucht ganz, ganz dringend Strom, könnt ihr das hier anschließen und dann ein bisschen Saft hier abzwacken. Das funktioniert, aber es ist natürlich jetzt nicht die riesen Powerbank. 3400 ist jetzt nicht die, sage ich mal, große Zahl, wo man da unglaublich viel rausziehen kann, aber dennoch, ja, eine nette Idee, da das ja ein portables kleines Gerät ist, dass man hiermit auch mal zur Not noch was aufladen kann. Tja, und die kleine Akkulaufzeit, reicht die denn jetzt wirklich, um hier auf, ja, ich sag mal, auf Akku einen Film zu schauen? Ja, das reicht. Also, um sich hier den Herr der Ringe durchzuziehen, dafür würde es nicht reichen, Freunde. Aber ich sag mal, so einen normalen bis 2 Stunden Film, dafür reicht der Akku. 2 Stunden kann man hier problemlos mit schauen, danach ist er aber auch platt. Mehr als 2 Stunden bekommt man hier nicht raus, auch wenn hier so 2,5 Stunden mal versprochen werden auf der Packung. Also meine Erfahrung sagt, 2 Stunden normaler Film passt, mehr aber auch nicht. Beim Herr der Ringe, ja, müsst ihr dann selbst was anschließen. Man kann ja hier auch eine Powerbank anschließen übrigens. Dann kann man auch unterwegs natürlich länger schauen als 2 Stunden. Oder wenn man campen geht und will dann einen kleinen Videoabend machen noch draußen, Powerbank anschließen, wunderbar, funktioniert natürlich auch. Wo man auch drauf achten muss, wir haben ja wie gesagt keine Trapezkorrektur. Trapezkorrektur, wer es nicht weiß, bedeutet, wenn das Bild durch die Ausrichtung vom Beamer jetzt nicht genau gerade ist auf der Leinwand oder auf der Wand, sondern ist irgendwie gekippt, dann kann man das mit der Trapezkorrektur nochmal zurechtkippen, dass es dann ordentlich aussieht oder auch gerade und nicht verzerrt ist. Das hat er hier nicht. Also ihr müsst hier den Beamer dementsprechend ausrichten, dass das Bild auch wirklich dann ordentlich und unverzerrt ist, dass die Seiten alle gleich lang sind. Das geht natürlich ganz gut mit dem eingebauten Stativgewinde und dem Stativ, wo das Ding dann draufgeschraubt wird und dann kann man den schön damit ausrichten. Also das ist eine echt gute Sache. So, ich glaube, wir hätten alles. Bildqualität nochmal kurz zusammengefasst. Auflösung etwas zu gering, insgesamt aber ganz ordentlich. Ein bisschen mehr Helligkeit würde ich mir wünschen. Bis 100 Zoll kann man übrigens hier das Bild aufblasen. Ja, da muss es aber wirklich schon sehr, sehr dunkel sein. Natürlich, man kann es auch nur so klein machen. Aber ich sag mal, für das, was er hier abliefert, ist das in Ordnung. Für die Größe, für das Geld, finde ich ausreichend. Die Akkulaufzeit, 2 Stunden, auch völlig in Ordnung für die Größe. Anschlüsse, klar, sehr limitiert, aber HDMI, mein Gott, was will man mehr? Da schließt man ja eh alles an. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ganz toll, dass wir hier einen 3,5 mm Klinkenanschluss haben. Das gibt einen großen Daumen hoch von mir. Ja, Lüftergeräusch, man hört's, aber mich hat's nicht wirklich gestört. Fokus kann man gut einstellen, Bildschärfe ist in Ordnung. Ja, es ist ein interessanter kleiner Beamer. Ich fand es wirklich, wirklich interessant, Freunde. Ich dachte mir schon, mein Gott, bei der Größe, was kann man denn da erwarten? Aber heutzutage schon einiges. Ich würde ihn natürlich nicht jetzt als Hauptgerät benutzen, um hier mein Heimkino mit auszurüsten. Nein, 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 dafür überhaupt gar nicht. Aber so als sehr, sehr portable Lösung mit akzeptablem Output, ja, dafür durchaus. Also wer wirklich was sucht, dass man sich hier in die Hosentasche stecken kann, dem kann ich das Teil hier empfehlen. Es kostet UVP 200 Euro. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Aktuell haben wir hier eine Rabattaktion 159,99. Ja, ja.
Kann man machen. Er hat natürlich seine Schwächen, versteht mich nicht falsch. Ich habe hier immer noch Größe, Preis und ich finde es toll, dass das so ein kleines Ding ist. Dafür finde ich das völlig in Ordnung. Wäre das ein großer Beamer und würde, was weiß ich, 250 Euro auch kosten, hätte aber hier so die Standardgröße von so einem Kasten, dann würde ich sagen, nee, viel zu dunkel das Bild, geht ja gar nicht, Auflösung auch nicht gut genug, Lautsprecher, aber ich sag mal, schaut mal für ein Gerät, das hier in meine Handfläche reinpasst. Dafür finde ich die Leistung sehr, sehr angemessen. Also, ich gebe ihm einiges. Allerdings muss man eben auch wissen, mit welchen Abzügen man hier leben muss. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen rüberbringen, Freunde. Ich bin natürlich ein bisschen begeistert als Technikfreak, dass wir hier so coole kleine Beamer jetzt haben. Deswegen verzeihe man es mir, wenn ich hier manchmal etwas mit der rosaroten Brille drangehe. Dennoch wollte ich sagen, wo hier auch die Kritikpunkte liegen. So, und wer jetzt hier so einen kleinen Mini-Beamer brauchen kann, der kann gerne in den Link klicken, der ist hier unten in meiner Videobeschreibung. Dort landet ihr direkt bei Amazon, könnt ihn gerne mal selbst ausprobieren und eure Fingerabdrücke auf der wunderbar glänzenden Oberfläche hinterlassen. Schön. Also Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!